So, fast Mitte Januar und die Weide gibt nicht mehr so viel her, aber natürlich so ein bisschen knabbern werden sie, aber sie dürfen nicht lange. Dieses frische Gras, weiß ich nicht, ob ihnen das gut tut, aber so ein bisschen Auslauf, wenn der Boden etwas gefroren ist, tut vielleicht ganz gut. Sind hier jetzt schon ein bisschen rumgetobt, werden sie auch noch mal machen. Wir standen jetzt wochenlang im Paddock. War ja so matschig und regnerisch. Und das ist natürlich nicht gut oder schön für die Pferde. Hier die Hangkoppel. So ein leichter Hang ist natürlich sehr gut für die Muskeln. Und die können sie dann im Frühjahr wieder aufbauen, wenn es wieder fest ist und trocken. So es denn so sein sollte. Nero, zeig mal deine schönen Gänge, komm. Zeig mal deine schönen Gänge, deinen schönen Trab. Ha, komm, zeig mal, Nero. Ja, zeig doch mal. Möchte er gerade nicht. Hat schon rumgetobt. Taffy beschwert sich da hinten. Da hinten ist die Taffy, da. Und hier ist der Fjölvi. Da ist er. Der muss drin bleiben. Der hatte Hufrieschub vor 1-2 Monaten. Mal gucken, ich lasse ihn vielleicht mal alleine raus. Nicht, dass er von den anderen gejagt wird und es tut ihm noch was weh, aber es scheint wieder gut zu sein. Also es war nicht sehr schlimm. Er macht auch schon in seinem Paddock Freudenhüpfer. Aber mit den anderen will ich ihn noch nicht toben lassen. Ja, Nero. Fein. Vielleicht trabt er jetzt mal wieder hoch. Ich weiß es nicht. Nein. Kann ich ihn ermuntern? Komm, Nero. Komm. Nein. Kann ihn nicht aufmuntern. Er nimmt die paar Grad Steigung zum Hochtraben, aber mehr auch nicht. Aber das war natürlich nichts zum Sehen. Aber ein Video mal in Ruhe ist ja auch schön. Das ist der Herdenchef Chester, mit dem er draußen ist. Nero geht aber auch alleine raus. Dem ist das egal, ob jetzt einer dabei ist oder nicht. Der passt auf sich selber auf. Ich glaube, der möchte sich mal wälzen. Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Aber das Gras ist jetzt im Moment noch ein bisschen verlockender. Okay, süßer, hm? Chester hat auch keine Lust, ihn aus dem Weg zu jagen gerade. Schmeckt einfach zu gut. Ihr seht schon, also da sind so ein paar Zentimeter nur dran. Gleich ist irgendwie das Ohr am Stromzaun. Ich weiß nicht. Aber das haben die so genau ausgemessen immer. Chester ist auch ein ganz lieber Herdenchef. Der lässt jeden bei sich auch fressen. Der ist jetzt nicht so, dass er so Abstand fordert. Deswegen darf Nero da auch sein. Könnte natürlich sein, dass er sagt, nachher, jetzt geh mir mal aus dem Weg, ich will da hin. Wie so ein Kopf schieben, ist ja süß. Aber die stehen natürlich noch unter Spannung. Das kann jeden Moment nochmal losgehen und darauf warte ich eigentlich. Ich will sehen und
filmen, wie der Nero so schön rennt. Es ist ja selten, aber er macht es auch. Er macht es schon. Wo man sagen muss, er ist ein ruhiger Geselle und hat es lieber gemütlich, aber er verschafft sich auch Bewegung. Er ist nicht bewegungsunlustig und er hat auch einen flotten Gang. Ist ja ein großes Tier. Ich mache mal nachher noch eins, vielleicht laufen sie nachher noch ein bisschen.